Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, meine lieben Little YouTuber. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Sommerhaus der Stars Folge 11. Warum ich in den letzten Tagen, es sind ungefähr 4 Tage, kein Video reingestellt habe, ist der Grund, ich habe einen Gerstenkorn oder einen Hagelkorn, besser gesagt. Ich sehe total fertig aus, ich hatte so ein dickes Auge, deswegen konnte ich keine Videos reinstellen. Außerdem wollte ich noch mal erwähnen, dass Mike in seinem Instagram-Profil erwähnt hat, dass er die ganzen Reactor, die eine Reaction über ihn abgegeben haben, per Anwalt einen Brief zuschicken werde, also eine Anzeige machen werde. Was haltet ihr davon? Eine öffentliche Person wie Mike, die in einem Format wie Sommerhaus der Stars mitmacht und auch noch so ein Benehmen seiner Frau gegenüber zeigt. Was haltet ihr davon? Und meine Lieben, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert es gerne, aktiviert die Glocke, immer Kommentar da lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich antworte auch drauf. Und ein Like wäre natürlich super. Und falls du natürlich die ganze Folge gucken möchtest, unter der Beschreibung findest du von RTL Plus einen Link. Da kannst du draufklicken und dann geht's los mit der ganzen Folge. Sommerhaus der Stars, Folge 11. Dun, 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 dun. Es geht los. Ja, da muss man sich aber auch nicht wundern, wenn man wie so ein pubertierendes Kind gegen ein Schild haut, oder? Also, nur weil du irgendwie böse auf Michelle bist und das selber nicht gewuppt hast, oben im Auto, nicht ausgestiegen bist, weil du Höhenangst hast? Kein Wunder auch, oder? Wir wissen auch, dass Jana und Sascha zu Unrecht rausgeflogen sind. Das tut mir total leid. Eigentlich hätte Mike rausfliegen sollen. Was war das so richtig? Warte, stopp. Heute ist die Stimmung wieder entspannt, so, nach Eskalation kommt Deeskalation oder... Oh ja, er hat sich ein Auerchen gemacht und es tut ihm richtig weh. Mann, wie so ein kleines Baby, oder? Und Michelle muss ihn natürlich pflegen. Nach Eskalation kommt Deeskalation. Ja, alles klar. Also nach Eskalation kommt dann irgendwie bei euch Versöhnung und dann, also nach Zuckerbrot und Peitsche, ne? Und dann kommt wieder Eskalation. Also wer macht das mit, bitte? Also es ist total anstrengend, oder? System zu passen, um mich in ein System zu zwängen, zu verbiegen, dessen Werte ich nicht vertrete. Ach Jana, sei eine gute Verliererin. Also das Ding ist einfach nur, du bist in einem System und du musst dich auch verbiegen und das tust du auch, indem du in so einem Format bist. Du tanzt nach der Nase der Produktion und so ist das auch. Gandalf hat gesprochen zu Saruman. Ich weiß nicht, was sie für eine Sprache sprechen, aber es klingt sehr interessant. Also ich mochte immer Herr der Ringe. Ihr müsst da mal die Blumen gießen. Ihr müsst da mal die Blumen gießen. Mach ich heute Abend. Wenn ich noch sage. Oh, echt ein toller Typ, oder? Der Sascha, der macht sich Sorgen über die Blumen, weil die anderen ja, weiß ich nicht, die könntest du auch in eine Wüste packen, die würden es gar nicht schnallen, glaube ich. Gestern sind viel zu viele Sachen passiert. Viel zu viele. Aber ich blende es aus und lasse wie ein Vulkan im Spiel. Und gib da Gas. Ja, wir wissen ja auch, dass Yasin ein sehr emotionaler Mensch ist. Ja, Yasin und Samira wurden ja gewählt bei der Nominierung von Lars und Dominik. Und das macht Yasin immer noch zu schaffen. Also, man freut sich jetzt schon auf die Freiheit und auch mal ein bisschen Privatsphäre. Ja, ich glaube, Privatsphäre ist natürlich ganz gut, ne? Also, ich glaube, das haben irgendwie die beiden anderen, Michelle und Mike, nicht so richtig wahrgenommen, Privatsphäre. Die dachten dann ja, irgendwann machen wir dann einen Knickknack im Haus. Und das haben sie dann auch gemacht. Und irgendwie haben es auch alle mitgekriegt. Ich danke euch wirklich für Sachen in mir, die ihr geöffnet habt, die ich lange verschlossen habe. Ja, wahrscheinlich, dass sie das Böse auf der Welt kennengelernt hat, nicht im Jenseits, bedankt sie bei jedem und öffnet sich und sehr, ist sehr emotional, also sehr spirituell halt, diese Frau, was ich total schön finde. Ich weiß gar nicht, wie es denn jetzt abgelaufen wird, wenn so ein lieber Mensch, der irgendwie jeden animiert hat und nur Gutes wollte, jetzt aus dem Haus geht. Ich meine, keine Ahnung, warum die so auf uns fixiert sind. Lass mich. Darf ich wollte nicht ausreden lassen? Okay, nein, es tut mir leid, komm, mach weiter. Dann funktioniert gar nichts. Ja, war super. Ja, dann funktioniert gar nichts, ne? Also ich habe schon Probleme mit Sachen, die ich auswendig lernen kann. Jetzt habe ich mal irgendwie vor einem Tag ein paar
paar Sachen auswendig gelernt, die ich im Einzelinterview gerne mal einfach aus dem Kopf wiedergeben würde. Und dann grätschst du mir dazwischen und jetzt bin ich total aus dem Text, ne? Was soll das, Samira? Dein Mann gibt sich Mühe und jetzt grätschst du ihm einfach dazwischen. Mir ist das Geld im Prinzip mittlerweile echt, also es war mir nie wichtig, weil ich das Geld, klar, es ist cool zu haben. Nice to have. It's nice to have, aber mir ist Geld egal. Ja, warum bist du dann so verbissen und möchtest unbedingt gewinnen? Und warum bist du eigentlich ins Haus gekommen, um ein Sehensstrippis abzugeben, um einfach mal Urlaub zu machen? Das ist kein Urlaub. Du wirst doch nonstop da von den Kameras verfolgt und musst immer im Einzelinterview rechtfertigen, was du gemacht hast. Und hast keine Privatsphäre und bist in so einem dreckigen Loch. Also sauber ist es ja nicht. Wieso macht man das denn? Also das finde ich schon ein bisschen komisch, mein Lieber. Okay, ich brauche für meine Hochzeit und für mein Haus brauche ich das Geld. Ja. Und für mein Kind. Ja. Wenn du nicht brauchst, wenn du zu viel hast, geh. Für was bist du denn ins Sommerhaus gekommen? Ja, ich arbeite nicht, bin arbeitslos und ab und an mal gönne ich mir mal solche Formate, wo ich dann so ein bisschen Urlaubsfeeling habe. Und dann verdiene ich Geld dort, ne? So 50.000, 100.000 Euro, das reicht mir dann auch 10 Jahre. Ich muss nicht arbeiten gehen. Ich kann es hier wirklich jedem... Den aber nicht. Ja, jetzt kommt die Missgunst von Samira, ne? Also die gönnt es auf jeden Fall Lars und Dominik nicht. Die denken, ich bin blöd und höre gar nicht zu, oder? Die denken, ich rede... Also, Schatz, ist gut. Was? Die denken, dass du blöd bist, aber du redest einfach nicht mehr weiter. Ja, weil du keine richtigen Sätze bilden kannst, weil du nicht denken kannst, weil du nicht weiterdenken kannst und weil sie auch denken, dass du blöd bist, ja. Also das finde ich auch, weil so rechnen... Kreuzworträtsel lösen und so, ist nicht so dein Fall, oder? Sportlich bist du auch nicht wirklich, finde ich, weil du nicht Magnesium nimmst. Ich hoffe mal, ihr schenkt eurem Kind so viel Liebe, weil so vom Wissen wird es nicht viel abkriegen. Und wenn ihr ein bisschen Geld verdient hier in den Formaten, könnt ihr ja Nachhilfelehrer irgendwie engagieren. Dann klappt das ja auch, oder? Bisschen Sport, ja? Bisschen einrenken. Okay. Also... Sie will jetzt Sport machen und er steht direkt hinter ihr und guckt zu. Lass doch einfach mal deine Kommentare. Achso, nein, ich hab das noch nie wahrgenommen bei dir. Nö. Ich hab das so oft hier schon gemacht. Aber zu Hause doch nicht. Ja, lenk sie doch nicht ab. Lass sie doch mal ein bisschen eine Minute mal alleine sein. Einfach von Michelle zu Michelles Seele und nicht von Michelle zu Mike. Sie möchte einfach ihre Ruhe haben. Einfach mal Sport machen in der freien Luft. Ich habe die Befürchtung, wenn ich meine Arme warm mache, dass wenn das das Haltespiel ist, ich nicht die Kraft habe. Ja, du hast überhaupt gar keine Kraft. Das haben wir doch voll oft schon gesehen. Also, deine Frau wuppt alles. So sportlich bist du nicht irgendwie der Fitte. Und sie will einfach mal ein bisschen Yoga machen. Für sich. Ohne dich. Schatz, gibst du mir bitte 10 Minuten? Gib ich dir. Aber beantworte doch die Frage. Du musst auf deinen Körper hören. Auf die Arme meinst du? Ja, Arme und vor allen Dingen Hände. Ja, dann matieren wir gleich zusammen. Also, ich bin echt mit meinem Tan am Ende. Die sagt auch noch so, geh mal bitte. Zieh Leine. Ich will alleine Sport machen. Ohne dich. Später kannst du dazukommen, ja, aber nicht jetzt. Wir geben alles und wir haben Spaß. Das steht vor allen anderen Dingen. Und wir geben nicht auf. Genau. Ja, das ist auch super. Ihr seid auch total ein süßes Paar. Ich mag euch und besser kann es nicht laufen. Hm? Immer noch 10 Minuten nicht stören. Das ist schon Meditation. Das weiß ich ja nicht. Ich hab's dir doch vorher gesagt. Boah, er ist echt wie so ein kleines pubertierendes Kind. Auf dem Spielplatz ist und die Mutter unterhält sich mit einer anderen, dann kommt er immer wieder, Mami, Mami, kommst du mit? Mami, Mami, Aufmerksamkeit pur brauche ich jetzt. Mami, wo ist mein Auto? Lass sie doch einfach, bitte. Jetzt erst recht kicken wir euch als erstes raus. Ist ganz klar. Jetzt gehen wir auf euch, ne, Steff und Peggy. Ja. Es hat ja wieder jemanden gefunden, an den er sich krallt, weil Sascha und Jana ja raus sind. Das Böse ist immer wieder da. Es kehrt immer wieder zurück. Kleine Menschen sind giftig. Meistens. Hä? Also, was ist das bitte für eine Aussage? Also, es ist wie in der Kriminologie, da wo Lombroso sagt, so bestimmte Gruppen von Männern, die irgendwie eine ausgeprägte Stirn haben, eine große Nase haben, sind irgendwie kriminell. Und jetzt kommt Mike nach 100 Jahren dazu und sagt so, kleine Menschen sind giftig.
Wie asozial ist das bitte? Also was macht Peggy, wenn sie das jetzt sieht? Also sie wird dir wahrscheinlich ins Gesicht spucken. Also würde ich auch total gut verstehen. Und ich kenne sehr, sehr viele kleine Menschen und die sind toll. Das sind liebenswerte, tolle Menschen. Also das liegt am Individuum, nicht an der Größe. Oh, wie ungebildet ist dieser Mensch bitte? Wie giftig ist dieser Mensch? Du bist giftig, Mike, ja. Dass die Nächsten, die auf unserer Nahrungskette stehen, ihr seid und niemand anders sonst. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen animalischen Aussagen. Auf unserer Nahrungskette. Mann, den müssen wir echt mal in Afrika irgendwo in der Wüste mal einfach so alleine lassen. Da kann man mal sehen, wie er mit den Löwen klarkommt oder mit den Zebras und mit den Krokodilen. Sascha hat mir so richtig geile Räucherstäbchen geschenkt. Die riechen echt verdammt geil. Nicht so Salbei oder so. Nicht so Salbei oder so. Die riechen einfach richtig geil. Bin mal gespannt jetzt, wie die anderen drauf reagieren werden. Ja, Sinn ist jetzt sehr spirituell. Ja, für die nächsten 5 Minuten. Ja, was für eine Missgunst, ihr beiden. Ist doch schön. Lass ihn doch einfach spirituell sein, oder nicht? Er hat ein paar Räucherstäbchen von Sascha gekriegt. Ja, jetzt will er mal das Haus reinigen, ne? Echt gut, ne? Mhm. Das ist echt gut. Mhm, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich muss mich gleich übergeben. So sieht er aus, irgendwie. Jassi meint, er muss sich unbedingt ein Räucherstäbchen anzünden und es kam alles in unsere Richtung geflogen und jetzt sind wir wie benebelt. Ja, das ist natürlich nicht so schön vor der Challenge. Das hat er wahrscheinlich absichtlich gemacht, damit ihr verliert bei der nächsten Challenge. Boah, also es riecht doch leider nicht so geil. Ja, das sind auch seine Füße. Also er hat sie seit einer Woche gar nicht gewaschen. Und der Mix macht's, ne? Bisschen Räucherstäbchen, bisschen Fußgeruch, Käse. Ja, und dann kannst du die Challenge nicht mehr mitmachen. Peggy! Ja? Setz mich nicht unter Druck, dass du vorher trainierst. Ihr bösen Zungen, ne? Also erst lästern sie so krass über Peggy und Steff und vor allem Mike. Und jetzt spricht er sie auch noch an und will mit dem auf einer Friends machen, oder? Oh Gott, wie hinterlässig du bist. Was geht's, mein Schatz? Schaffen wir. Ja, die nächste Challenge steht an und die scheinen ziemlich aufgeregt zu sein, alle. Ja, die Luft wird eng, ne? Dünn. Ja. Wie Ben sie korrigiert. Die wird dünn. Im Sommerhaus Spieleland warten eine windige Wand, steckende Stangen und Löcher, Loch und Löcher. Welches Paar kommt hier klar? Ja, da haben wir auch gesehen, wie das Spiel ausschaut. Ne? Da ist so eine Wand und gleich kommt die Erklärung. Liebe Stars, willkommen zum Spiel. Ich halte dir die Stange. Ja, das Spiel heißt, ich halte dir die Stange. Also auch irgendwie total lustig. Auf jeden Fall geht es bei diesem Spiel darum, dass sie gemeinsam eine Kletterwand bezwingen. Mit den Verhageln der Stämmen müssen sie sich halt irgendwie hocharbeiten auf unterschiedliche Seiten der Wand. Und erst wenn sie dann oben angekommen sind und das Herz zusammengefügt haben, das ist halt nur eine Herzhälfte auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die nächste. Und oben müssen sie irgendwie zusammenfügen und müssen dann die Zeit stoppen. Und das Paar, das am längsten braucht, verliert dann das Spiel. Also wissen wir Bescheid, ne? Warte mal bitte, machst du langsam? Lässt du uns ganz kurz überlegen? Ja. Was machst denn du da jetzt? Ja, bei dem Spiel ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man kommuniziert, dass man gemeinsam halt die Stäbe rauszieht und Bescheid sagt, weil sonst stehst du da auf dem Stab, der zieht das von der anderen Seite raus und dann bist du halt irgendwie unten, hast verloren. Also ist Kommunikation sehr, sehr wichtig, was Mike schon gesagt hat, aber er sich eigentlich nie dran hält. Warte, nichts machen! Ich habe eine Stange über mir und ich scheiß mir verdammt nochmal in die Hose. Los! Ja, das wissen wir, dass du dir immer in die Hose scheißt. Also das ist nichts Neues. Heute war gefragt, ruhig zu bleiben, Geschwindigkeit reinzubringen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, miteinander reden. Auch wie er das immer so schön erklärt, ne? Aber er hält sich überhaupt nicht dran. Ich sagte ja, er ist so extrem widersprüchlich in dem, was er sagt. Also, werdet ihr auch sehen. Wie in den letzten Spielen auch. Sei Ruhe jetzt. Tu mir einen Gefallen und sei jetzt einmal leise. Dann mach auch. Du hörst nicht zu, du wirst hysterisch und ich mach dicht. Also schon, wenn er sagt so Ruhe jetzt, es ist keine Kommunikation für mich. Es ist einfach nur halt die Fresse, ich mach jetzt das Spiel. Und weil er macht das Spiel ja nie, er verliert ja immer. Und dann auch noch, werd nicht so hysterisch. Also wenn er meinen Onkel mal kennenlernen würde, dann würde er sagen so, okay, das ist Hysterie, das ist ein hysterischer Mensch. Also wo ist bitte Michelle hysterisch? Der Hysterische, der hier ist, bist du, Mike.
Oh, guck mal, wie alt Peggy ist, ne? Und auch Steff, ne? Wie die das wuppen. Also, wie er da seinen ganzen Körper, auch einen schweren Körper, glaube ich, sich so hocharbeitet. Also, ich finde das schon super, muss ich sagen. Schatz, was machst du? Fuck! Was machst du? Ja, fuck, fuck, fuck hier, fuck! Ich hoffe mal, dass dein Kind sich das nicht anguckt irgendwie, ne? So helle bist du ja nicht und wenn du auch noch Fuck schreist in so einem Format, dann weiß ich auch nicht. Ohne Absprache eine Stange raus, die mich fast dazu zwingt, nach hinten runterzufallen. Wow! Ja, vielleicht hat sich das extra gemacht, damit du endlich mal deinen Mund hältst. Ich war in der Lage, auf diese Stange draufzusteigen, um endlich mal einen halben Meter hochzukommen. Und dann reißt du mir die weg. Ja, aber auch später bleibst du immer auf derselben Position. Also du kannst dich überhaupt nicht hochretten. Michelle ist diejenige, die ihr halbes Herz da von oben holt. Also du schaffst das überhaupt nicht, weil du keine Fähigkeit hast, glaube ich, überhaupt solche Spiele zu wuppen. Pass auf, lass mich überlegen. Das nenne ich mal hysterisch, ne, Samira? Vielleicht hättest du mal lieber mit Mike zusammenspielen sollen. Das wäre so lustig. Darf ich übernehmen? Nein, machst du nicht, weil du hast uns genau in diese Lage reingebracht, wo wir jetzt sind. Das ist doch schön. Was sagt ihr dazu? Schreibt bitte irgendwas auf bei den Kommentaren, weil ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wieso hat sie denn euch in diese Lage gebracht? Sag doch mal einfach an, was du machen möchtest und bleib nicht auf derselben Position stehen und beweg dich mal und denk mal ein bisschen nach, mein Lieber. Okay, mach schnell, weil meine Mutti tut weh. Wow, also es sieht ja schon irgendwie sexy aus, aber dass sie mit der Mumu irgendwie auf der Stange ist, das ist nicht so easy. Ne? Wenn man das irgendwie rausziehen würde, dann weiß ich auch nicht. Also es wäre nicht schön, ne? Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, mit deiner Mumu da drauf zu reiten oder zu stehen. Irgendwie so. Und dann ist da halt, ne? Ja, wir haben es alle verstanden. Zeichensprache. Ja, aber so geht nicht Zeichensprache, wie du das gerade machst. Da ist eine Hornisse. Fick dich, Alter. Alles okay? Ja, die Hornissen haben auch gesehen, so der blöde Mike ist dort, wir müssen den jetzt angreifen. Ich sage jetzt, wann geredet wird und wann gegangen wird und welche Stange genommen wird, weil. Und ich sage auch, wann du kacken gehen darfst, wann du Pipi machen darfst, wann du essen darfst und wann du dich irgendwie verstecken darfst auf Klo, wann du Migräne kriegst, das wird irgendwie dein komplettes Leben bestimmen. Baby, allein, dass ich jetzt hier stehe, ne? Ganz ehrlich, Ehrenpreis. And the Oscar goes to Ehrenpreis kriegt dann auf jeden Fall der Mike, wie er sich immer so loben muss, ne? Also so immer fishing for compliments. Zusammen. Schön, also zwei haben es geschafft, ne? Ich bin total stolz auf euch. Also es ist kein leichtes Rennen gewesen und echt toll. Fuck. Ich bin aufgestanden. Scheiße. Ja, bei Mike war es ja klar, dass er das nicht schafft. Das war mir irgendwie klar. Aber Ben und Sissy, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie das jetzt wuppen werden. Aber manchmal ist das halt so, ne? Also die haben ja die meisten Spiele gewuppt, ne? Also vier Spiele haben die gewuppt. Das wird wahrscheinlich nicht so wirklich schlimm gewesen sein für die. Verstehst du jetzt, was das Problem war? Na? Ja, du warst das Problem, ne, Michelle? Du warst wieder diejenige, die nicht zugehört hat und die nicht meinen Anweisungen gefolgt ist. Bin nicht abgestürzt und da war eine Hornisse. Ja. Obwohl da eine Hornisse war, bin ich nicht abgestürzt und ich bin der Sieger der Herzen. Ich bin einfach toll. Also für mich sollte es einfach einen Award geben, den Mike Award, den sollte ich kriegen wegen der Hornisse. Wir zusammen super, also gut hochfunktioniert haben, einfach da kam so viel hoch, einfach. Ja, die Kotze kam hoch. Ich wollte mich kurz übergeben, aber ich habe es geschafft. Trotzdem funktionieren wir gut, Samira, ne? Ja, wir schauen. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alle geschafft haben. Also dann. Nee, dann ist die Welt auch nicht rund, sondern die ist dann eine Platte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also die braucht jetzt nur mal einmal. Ja, liebe PG, also das habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht. Sie braucht einfach mit dem Föhner einfach mal so zurückzuwerfen, ne? Und schon ist es in der Badewanne und dann machst du mal einen Elektrizitätstanz, ne? Boah, aber es ist echt krass, ne? Also darüber sollte man sich nicht lustig machen. Ist schon krass. Also ja,
Das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Und dann dachte ich auch so, oh Gott, nicht, dass das Michelle macht, ne? Bis auf Pech und Chef gönne ich es eben. Und dabei bleibe ich. Ja, Boss hat gesprochen und so wird es auch sein, ne? Ach, das kann sein, wie ich will. Geht das schon wieder los. Die Emanzipation beginnt wieder. Ja, die Emanzipation fängt an. Also emanzipiert ist sie nicht wirklich, die arme Michelle. Die muss sich ja irgendwie von den Fesseln befreien. Das funktioniert gar nicht. Und immer wenn sie so ein bisschen versucht, irgendwas zu machen in eigener Hand, wird sie dann natürlich damit extrem schnell konfrontiert. Mike und Michelle haben die kürzeste Distanz zurückgelegt. Somit sind sie das schwächste Paar und müssen das Sommerhaus verlassen. Packt jetzt eure Koffer und verabschiedet euch von den anderen. Ja, ich freue mich richtig. Endlich mal Friede im Haus, finde ich. Ne? Bin mal gespannt, wie die nächste Folge wird oder wie es weiterhin wird. Ne? Der ist raus, der Mike. Wie geil ist das bitte? Menschlich konnten wir hier letztendlich so sehr, sehr, sehr zero rausgehen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da noch in die Augen schauen kann. Ja, also menschlich hast du nichts beigetragen. Ich würde eher Minuspunkte geben, aber zero ist auch okay. Ich glaube, erst jetzt begreifen sie, was für Typen Mensch wir beide waren. Was wir für ein krasses Paar einfach sind. Das wurde einigen erst bewusst, dass sie sagen, scheiße, wir sind jetzt echt weg. Ja, was für ein krass toxisches Paar ihr wart. Ja, das ist denen jetzt bewusst. Das war dir schon von Anfang an bewusst. Und die freuen sich auch darüber. Also die sagen jetzt nicht so, schade, die sind jetzt gegangen, sondern da wird erstmal gefeiert, Sekt getrunken und Konfettis werden geschmissen und Ballons in die Höhe gegeben. Man freut sich, dass du gehst. Mit so viel 100% Realness raus, die, glaube ich, manchmal 100% zu viel real war. Was für eine krasse Selbstreflexion. Wenn er jetzt ein Diktat geschrieben hätte oder irgendwie einen Aufsatz geschrieben hätte, dann würde man rot anerkennen, komplett das Thema verfehlt. Weiß nicht. Oder jemand hat gekackt und nicht abgezogen. Mike, so als Geschenk an uns. Der hat da erstmal ein Ei gelegt, damit das ganze Haus natürlich stinkt. Im Brief steht wahrscheinlich so, schnuppert meine Abgase. Also so viel Realness gibt's von mir. Also es ist eine ganz angespannte Stimmung. Irgendwie eine kleine Grundaggressivität und Ren und Sissi, die lachen nicht mehr. Ja, die haben ja auch mal einen schlechten Tag, oder? Die müssen ja nicht immer auf Partout irgendwie lachen, miteifern, dass sie euch amüsieren. Ein bisschen Privatsphäre, ein bisschen irgendwie abseits sein ist auch okay. Aber gut. Die Grundstimmung ist so ein bisschen gekippt natürlich. In der Spielspaßscheune gilt es, Geduld mit Geschick und Gehirn zu verknüpfen. Wer hier nicht klug kugelt, kegelt sich raus aus dem Sommerhaus. Ja, jetzt steht das nächste Spiel an. Mal gucken, wie die Fragen beantworten werden und ob sie überhaupt klug genug sind, das zu schaffen. Liebe Stars, willkommen zum Spiel Richtig Einlochen. Ah, die haben aber auch immer lustige Namen für die Spiele, oder? Richtig Einlochen, oh mein Gott. Halt meinen Stab oder was weiß ich. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass sie richtig einlochen müssen, dass sie halt 6 Fragen beantworten müssen und ein Lösungswort bilden mit diesen 6 Fragen. Und die Anfangsbuchstaben der Antworten befinden sich halt in den Bällen. Genau, die müssen dann in die jeweiligen Löcher gelocht werden. Und so sieht's aus. Also eigentlich total easy. Okay. Wie nennt man eine Blutvergiftung? Blutvergiftung ist eine Thrombose. Lass doch Infektion nehmen. Was? Infektion? Steff, ich bitte dich. Eine Sepsis? Ich kenne mich ja nicht aus. Ja, ein S. Sein. Haben wir ein S? Ja. Ja, also Ben ist derbe klug, finde ich. Eine Sehschwäche, mein Gott, wie halt nennt man ein mangelndes Sehvermögen? Kurzsichtig, weitsichtig. Hä? Wo bist du? Zweite, was ist denn das? Stehvermögen. Ja, also lesen kann sie auch nicht. Vielleicht sollte sie einfach malen nach Zahlen machen, oder? Solche Spiele sollte es geben. Kann sie irgendwann mit ihrem Kind machen. Stehvermögen, also wie kommst du auf Sehvermögen? Ja, du hast, glaube ich, wahrscheinlich eine Schwäche wahrscheinlich am Auge und deswegen hast du es nicht gesehen. Das kann auch gut angehen, dass sie es vielleicht nicht gesehen hat. Mit Muskeln, oder nicht? Mangelndes Stehvermögen ist doch was auch. Wenn du nicht laufen kannst, Lähmung, weiß ich doch nicht. Oh, scheiße, das... Ja, also mir war irgendwie klar, dass Samira und Yasin das nicht schaffen werden. Und so sieht's gerade auch aus, finde ich. Sowas ist nicht deren Fall. Also die sollten, weiß ich nicht, was anderes zum Spielen kriegen, aber nicht sowas. Meinen die jetzt Impotenz? Impotent.
Impotenz. Ja. Ja, Impotenz. Glückshormone des Menschen, wir heißen Glückshormone. Glückshormone sind für mich Gefühle, mein Gott. Ja, geh. Glückshormone des Menschen sind doch Endorphine. Ja, ist richtig. Ja, Gefühle, Emotionen auch, ja. Also, weiß ich nicht, was die für einen Abschluss gemacht hat oder ob sie überhaupt einen Abschluss gemacht hat oder wie sie in der Schule war, würde ich gerne mal wissen. Ich habe so viel eigentlich gelesen und gemacht und getan. Ja, aber nur das Falsche hast du gelesen. Wahrscheinlich hast du Comics gelesen oder, weiß ich nicht, irgendwelche Kinderbücher oder Aladdin oder so, aber keine Sachen, wo man sich irgendwie fortbilden kann. So Allgemeinwissen oder so. Wie heißt eine kalte Tomatensuppe? Wie heißt eine kalte Tomatensuppe? Gazpacho. Du redest immer von kalter Tomatensuppe, ist voll geil. Wie nennt sich das denn? Gazpacho heißt die. Ja? Gazpacho ist ein G. Ja, Gazpacho. Und Yasin scheint das auch zu mögen und soll das auch ein paar Mal erwähnt haben, dass er das mag. Aber ja, ich kann sich nicht mal dran erinnern. Was? Gazpacho? Was nennst du? Was meinst du? Ich sag ganze Zeit irgendwas. Ja, stimmt. Du sagst die ganze Zeit irgendwas, das irgendwie keinen Sinn hat. Stimmt. Essenz einer Heilpflanze. Meine Pflanze, meine Lieblingspflanze. Nein. Was? Heilpflanze. Ja. Hier, was jetzt alle benutzen, was erlaubt ist. Einfach Essenz. Ja, Samira erwähnt irgendwie die Lieblingspflanze von Yasin. Also die meint wahrscheinlich Gras und nicht an einer Essenz. Eine Essenz einer Heilpflanze ist doch ein Extrakt. Wenn wir das andere erstmal machen, ja. Welches Bundesland grenzt an Frankreich, Luxemburg? Es ist Deutschland. Kann Baden-Württemberg sein. Rheinland-Pfalz. Ja. Und Rheinland-Pfalz kann. Oh Gott, die erwähnt wirklich einfach Deutschland. Hat auch keine Ahnung von Geografie. War die mal in einer Schule oder hat die mal eine Schule von innen gesehen? Okay, Sieger. Sieger. Ja, die beiden haben es geschafft. Auch Ben und Sissy haben es geschafft. Schatz. Schatz. Was? Schläfst du? Ich konzentriere mich. Ja, aber sag doch mal bitte was. Wie geil ist das bitte? Er fragt sie, ob sie schläft. Ich weiß echt nicht mal, was ich dazu sagen soll. Aber die beiden haben es nicht geschafft. Die haben nicht mal eine Frage beantworten können. Ja, Schatz, es geht um 50.000 Euro. Die wir brauchen für unsere Hochzeit und alles. Ja, die brauchen wir. Wenn wir nicht mal eine Frage wissen, wie willst du da hinkommen? Hä? Wie? Nerv mich jetzt nicht, ehrlich. Puh, Steffi, mein linker Arm kackt im Fucking. Yasin denkt an die 50.000 Euro und die haben nicht mal eine Frage beantworten können. Ja, Samira kann überhaupt nicht mehr halten. Peggy auch nicht, aber Peggy ist schon doppelt so alt wie du, Samira. Ja, vielleicht solltest du mal ein bisschen mehr Übungen machen, Sportübungen wie Peggy, damit du im Alter auch wirklich fit bist. Ja, mir fällt nichts ein. Okay, komm. Ach, kein Bock mehr. Samira und Yasin haben keinen Buchstaben richtig eingelocht. Paar und müssen das Sommerhaus verlassen. Also, ja, Yasin und Samira war klar, dass sie rausfliegen, oder? Also, das sind keine richtigen Brains und sportlich sind sie auch nicht wirklich aktiv. Die haben es jetzt mit Glück geschafft bis ins Halbfinale, glaube ich. Wir sind wirklich eng zusammengewachsen. Auch wenn viele, die das sehen, sich wahrscheinlich denken, Mensch, ist ein Spiel. Ja, ist schon Halbfinale, ne? Oh, bin gespannt, wie das wird. Hut ab. Morgen. Finale, Leute. Boah. Der Endkampf um 50.000 Euro. Die Stärksten treten gegeneinander an. Ja, und das werden wir wahrscheinlich sehen in der 12. Folge, wenn es wieder heißt Sommerhaus der Stars. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei wart. Falls du natürlich neu auf meinem Kanal bist, aktiviere die Glocke, gib mir ein Abo, ein Like wäre super, Kommentare schreiben ist immer super. Ich beantworte sie auch sehr schnell. Und in der Beschreibung findest du wieder einen Link zu RTL Plus. Da kannst du dann die ganze Folge streamen. Und ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei seid. Tschüss!